Hier spricht wieder Ustra. Es geht weiter mit der wunderbaren Legende von Ralrock. Und ihr habt es vielleicht schon am Ende der letzten Folge gesehen. Die Torwächter sind ziemlich heftig. Und ein Grund mehr, hier mein Bestes zu geben. Wir werden nichtsdestotrotz gegen diese Torwächter kämpfen. Und vielleicht muss ich auch mal blocken. Ich weiß. Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Aber ist manchmal besser so. Vielleicht kann ich aber auch mit Magie kämpfen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Links und rechts ist auch geil. Oh. Boom. Oh. Boom. Oh. Boom. Boah, die Untoten. Sollten da Angst vor haben. Ich habe ihn nicht getroffen, weil die Säule im Weg war. Ich Vollidiot. So, solange wir uns auch um die Säule rumkämpfen können. Alter, der haut aber auch richtig. Also der hat richtig Lust, mich zu töten. Man merkt das minimal. Da muss man nicht viel zu sagen. Oh, was? Oh, was? Alter! Zwei Hände in die Höhe, zwei Hände! Zwei Hände in die Höhe, zwei Hände! Halt den Zauber nur um 50 Punkte. Aber die Kosten sind auch ein bisschen heftiger, ne? So, jetzt habe ich dir noch mal ein bisschen mit meinem Sonnenfeuer abgeschmissen, meine ich natürlich. Da! Und daneben hauen und. Boah, tötet einen Seelengrabwächter. Schwarzer Seelenstein mit einer mächtigen Seele inne. Das hört sich interessant an. Gibt's hier sonst noch Loot? Ich meine, der schwarze Seelenstein an sich ist ja schon super Loot. Aber ihr kennt mich. Ich krieg nicht genug von dem Loot. Nö, der steht einfach da rum. Okay. Dann suchen wir uns in dieser wunderbaren Folge doch noch auch den Rest von den Typen und überlegen, wie wir gegen die genau kämpfen können. Hier ist nochmal ein von diesen Kristallen. Aber ich habe noch nicht so richtig rausgefunden. Okay, das sind immer diese Türme. Okay, dann suchen wir uns nochmal diese Türme und hoffen, dass wir da hinkommen. Ich würde gerne ein Reittier haben. Hier bei Skyrim. Haltet mich für verrückt, aber geringere Strecken oder auch gerne größere Strecken beritten zurückzulegen ist doch für die eigene Körperhaltung wahrscheinlich nicht förderlich, weil selber laufen macht einen schlanken Fuß, aber effektiver, um von A nach B zu kommen. Geht's nur mir so, oder? Ich hoffe, da hinten ist dann der nächste von den Orten. Und dann werden wir... ja, das muss der nächste von den Orten sein. Und dann werden wir gleich irgendwie hoffentlich den anderen auch sehen können. Den anderen dieser komischen... Grabwächter-Typen-Zeugsels. Und dann kriegen wir vielleicht diesen ganzen... Seelengrabheimsel kriegen wir so ein bisschen fertig. Das ist zumindest meine Idee davon. Denn auch wenn es hier alles schön ist und interessant und überall Blitze einschlagen in der Unterwelt, will ich doch lieber das hier langsam aber sicher beenden. Aber hab ich gehört, wie jemand eine Waffe gezogen hat? Nö. Anscheinend nicht. Ich frag mich echt, wo dann der letzte von den Schreien sein soll. Vielleicht direkt nebenan oder so. Hm. Ich habe auch keine Karte von dem Ort. Muss ich ja mal gestehen. Von daher wäre es schon schön. Ich hätte wahrscheinlich besser das Zauberbuch nehmen sollen, wenn ich ganz ehrlich bin bei dem Typen. Das ist eine blöde Waffe. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Verspürt einen seltsamen Durst während die Sonne. Ich will kein Vampir werden. Hör auf damit!
So, einfach kommen jetzt ein paar Zornmänner. Ah, der wusste, wie man kämpft. Ich irgendwie nicht. Der erste ist weg. Bei dem ersten, bei dem zweiten werde ich mal. Zack. Au! Da, ah, weg mit dir! Der zweite ist weg. Okay, schnell speichern. Ich sehe ihn da schon sitzen. Den blöden Seelenpömpel. Wir werden das mit der. Hab ich Stahlbolzen. Oh, ich habe eine Menge. Stahlbolzen. Dann will ich das mit meiner Warmbrust machen. Woher seid ihr gekommen? Die ist prädestiniert dafür, Gegner zu erledigen. In dieser Größenordnung. Würde ich jetzt mal behaupten. Peng! Ja. Die Macht der Warmbrust, meine Freunde. Und ich kriege noch zwei Stahlbolzen zurück. Das ist sehr schön. Okay, und jetzt ist nur die Frage, wo der letzte von diesen Orten ist. Und dann sind wir relativ gut dabei. Aber auf Anhieb sehe ich da erstmal nichts. Schießt da jemand auf mich? Ja, ne? Ach, da unten. Wer ist da? Pumps. Pumps. Erledigt. Nice. Nehme mit Zwergenschild. Erstmal nehme ich das hier mit, weil man irgendwie mehr über diesen Ort erfahren kann. Stahldolch der Müdigkeit, den ich gern. Das Zwergenschild ist nicht so wichtig. Davon haben wir ja schon welche und das hat bis jetzt auch nichts getaugt. Ich will trotzdem wissen, wo es. Überfahrt auf dem Gefängnisschiff angefangen oder bereits davor? Hi! Wie soll ich denn bitte an. Ein Werk, wovon sprecht ihr? Das ist ganz einfach, bla bla, ich hätte gerne. Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Ich bin Jupe. Ich kann nicht behaupten. Okay. Sicher habt ihr von der Aufstieg und Fall von. Vielleicht spart ihr euch. Wie läuft es mit der Arbeit? Furchtbar. Gerade ins Schreiben des zweiten Bandes. Sie, ich erinnere okay. mich nur noch da. Ehe ich mich vers. Meine Weiß. Was bedeutet das? Ich bin. Ihr seid tot. Und ihr geht mir auch im Sack. Könnte ich vielleicht auch helfen? Ich fiel um den zweiten Band. Mein. Als sie. Es waren insgesamt 10 Seiten. Findet sie für mich. Ach ja, Schutzpatron Giub. Okay, also wir müssen 10 Seiten finden. Wir haben 3 gefunden. Boah, wie groß ist denn dieser Ort? Jetzt mal for realsies. Das muss ja riesig sein. Obwohl auf der anderen Seite, wir können auch unendlich hier laufen. Und es gibt keinen Morgen und keinen Übermorgen. Und da hängt irgendwie. Ist hier der letzte Typ oder was? Warum sammeln sich hier schon wieder so viele Seelen? Ah, Nebelmann! Oh oh. Nebelmann tötet mich! Ja, das war's. Boah, wie ich einfach weggesnackt wurde von dem. Naja, ich hoffe, ich habe vorher nochmal einen Schnellspeicherpunkt gemacht. Ich meine, ja. Okay. Kannst du vorher nicht wissen, oder? Das ist der Schädel von dem Pferd? Okay, man kann den noch nicht angreifen. Woher seid ihr gekommen? Ah! Serana, du kriegst das schon hin. Oh. Ich werd nur mit meiner Warmbrust hier rumstehen und aus der... Ist er tot? Nein, den müssen wir noch exekutieren. Okay, machen wir das erstmal. Warum kniet denn der Untote immer so rum? Wow, geil. Bringt den Schädel zurück. Ja, wohin denn? Es wäre schön, wenn ich so ein wenig wenn ich so ein wenig
Verschiedenes. Und jetzt hätte ich gerne das mit dem... Bringt den Schädel zurück. Ja, das hätte ich gerne irgendwie. Okay, hi! Ich habe den Kopf gefunden. So ein treues Tier. Er wird euch helfen, diesen verdammten Ort zu bereisen. Oh. Aber ich bin mir... Lebt wohl. Und passt gut auf Arwak. Jawohl, endlich ein Reittier. Ja, das ist geil. Okay, gerade gemeckert, jetzt habe ich's. Ist es unter Magie, oder was? Das Tierchen dabei beschwören? Oh, geil. Ich habe nicht genug Magika. Ah, habe ich nicht eine Rüstung für Totenbeschwörung? Zerstörung habe ich. Arrgh. Ah, ich habe einfach nicht genug Magie. Das kann doch nicht wahr sein. Wir nehmen mal so einen zusätzlichen Magikertrank. Hi. Hallo, du Süßer. Jawollo, Alter. Na sicher. Na sicher. Du bist jetzt mein Freund. Ja, hallo. Oh, der kann auch joggen. Nice. Nice. Wir suchen noch andere Dinge. Zum Beispiel Seiten und... Wer bist du? Einfach Geister? Wow, wow, wow. Chill mal ein bisschen. Lass bloß mein Pferd in Ruhe. Ihr habt die Fresse hier zu halten. Helden sind eine ganze Menge Arschlöcher. Ich will das ja nicht so sagen, aber... Die schlachten mein Pferd ab! Okay. Warum bekomme ich nun? Ihr wolltet den Krieg? Ihr bekommt den Krieg. Krieg für euch alle, du bist der Erste. Warum sind denn hier so viele... Op. Warum sind hier so viele Leute unterwegs? Sag mal. Op. Na komm. Weg mit dir. Nächster. Zack, ausgewichen. Ich würde gerne eine Rolle machen oder so, das wäre cool. Aber das Spiel bietet sowas nicht. Da hinten ist auch noch einer. Der uns angreift. Kein Spaß. Fängt sich jemand an? Ich sehe niemanden. Okay, ist der oben drauf oder was? Ja, hört sich an, als ob hier oben ein Bogenschütze rumhängt. Okay. Noch ein Mann. Du wirst sterben, alter Mann. Okay. Ach du Scheiße, noch mehr von denen. Der Fliegenidiot! Wiedersehen! Wiedersehen! Nice, Punktlandung. Was gibt's hier oben? Nix. Ja, warum gehen wir dann hier hoch? Von hier oben können wir da runter gucken. Okay. Was ist da? Das sieht interessant aus, das ist der komische Turm. Ich hoffe, der kommt mir gleich entgegen und schlägt mir einen vor den Latz, dass ich dann sterbe. Ich suche auch Serana. Eigentlich. Aber die hat es wohl eher nach hier hinten verschlagen. Anscheinend. Oh, ausgewichen. Sehr gut. Au. Au. Shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich würde gerne Doppelteilung machen. Doppelteilung machen. Doppelteilung machen und hinter die Säule laufen. Zum Glück sehe ich gar nichts. Okay, jetzt sehe ich wieder Dinge. Hallo! So, jetzt wollen wir nochmal ganz kurz. Okay. Warum waren hier um den Brunnen so viele Leute rum? Niemand weiß es. Okay. Da hinten ist auch noch einer. Gut gemacht, Serana. Alles klar, dann haben wir es ja wirklich geschafft. Jetzt nur die Frage, wo der letzte von diesen Seelenmeistern ist. Wahrscheinlich hätte ich mir das auch auf der Karte anzeigen lassen können. Auf kurz oder lang. Ich hätte gerne noch so eine Seite. Dankeschön. Ich hätte gerne diesen Geldbeutel, einen kleinen Seelenstein und Nebelmann beschwören. Na sicher möchte ich auch diese Magie lernen. Was ist das für eine Frage? Wir können bald alle untoten Monster beschwören. Nebelmann beschwören. Okay.
Nice. Ja, ich freue mich. Wer ist da? Das sind doch immer Majors, ne? Die Nebelmänner. Puff. Hör bitte auf, hör bitte auf. Nein, ich möchte nicht mit der Hand sprechen. Lass mich in Ruhe. Okay, alles klar. Das war's auch von dieser Folge. Es ist wirklich super interessant. Ich glaube, da oben müssen wir dann hin. Als letztes. Das wird sicher eine ganz tolle Erfahrung werden. Also schaltet das nächste Mal wieder rein. Hier bei Skyrim. Und natürlich bei unserem super Kämpfer Ralrock, dem Verschlinger. Ich freue mich drauf.